Gute zusammen und herzlich willkommen zum Charakterintro vom Kleriker Decimus, gespielt von Black Suicide, für die Warhammer 40k Schattenjäger-Runde Finsterer Pakt von Reg Jackson. Wie von selbst führten seine Füße ihn zu seinem allabendlichen Ritual. Ist das meine Bestimmung? Straßenprediger in der Untermakropole von Tephain? Dachte Kleriker Decimus. An manchen Tagen fragte er sich, ob er das Richtige tat. Ob das Aufbegehren in seinem Herzen einen Sinn hatte, oder ob er sich der übermächtigen Maschinerie des Imperiums ergeben sollte. Er könnte es besser haben, ein besseres Leben, als in der Sickergrube der Makropole nach Antworten zu suchen. Wieder schossen Bilder seines vergangenen Lebens durch seinen Geist. Das Noviziat auf Veneris war eigentlich eine glückliche Zeit gewesen. Eine Zeit, welche seine Eltern ihm vor ihrem Tod erkauften. Du wirst es mal besser haben, mein lieber Junge, war das ewige Mantra seiner Mutter. Mit ihrem letzten Thronen hatten seine Eltern ihm einen Platz in der Schola Progenium erkauft. Der Tag, an dem er dort aufgenommen wurde, war der Tag, an welchem er seine Eltern das letzte Mal lebend sah. Die Nachricht ihres Todes ereilte ihn wenige Wochen später. Sein Inneres fühlte sich damals genauso zerrüttet an wie jetzt. Als er aus seinen Erinnerungen in die wirkliche Welt zurückkehrte, sah er ein vernerbtes Gesicht einer breitschultrigen Frau. »Dem Imperator zum Großvater«, kam der Gruß von Ragana, der Türsteherin des krachenden Schotts. Der Spelunke, in der er allabendlich sein Seelenheil in dünnem Bier suchte und aus Gewohnheit aber eher halbherzig predigte. Er erwiderte ihren Gruß mit nur einem Nicken. Wieder spülte er mental die Peitsche des Fastenvaters Tertius. In der Situation würde er ihn anschreien und verfluchen. Wie kannst du, Insekt, es wagen, einen inbrünstig lobenden Gruß an unseren Gott-Imperator nicht ebenso inbrünstig und mit Leidenschaft zu erwidern? Doch der ihm verhasste Vater war nicht wirklich da, sondern nur in seinen Gedanken. Im Schott waren stets die gleichen Gesichter zu sehen. Arme Seelen, die in der Unterstadt täglich um das Überleben kämpften und am Abend ihren Frust mit Syntehol betäubten. Decimus setzte sich an einen Tisch und nippte an seinem Hofbräu. Angewidert verzog er das Gesicht, aufgrund des widerwärtig bitteren Geschmacks. Wieder flogen seine Gedanken davon. Ich vermisse die Zeit mit Vater Quintus. Er war immer so gut zu mir. Ein Leuchtfeuer der Barmherzigkeit. Verflucht sei der Tag, an dem Vater Tertius ihn wegen Verschwendung ekklesiarischer Gelder anklagte. Diese Schweine haben aus ihm einen Arkoflagellanten gemacht. Aus ihm! Dem, der Tausende vor dem Hungertod rettete. Was ist nur aus dem Imperium geworden? Heilsbringer für die Ungläubigen? Ein Leuchtfeuer in der Finsternis des Universums? Dass ich nicht lache. Decimus schlug mit seinem Krug krachend auf den Tisch. Krampfhaft umklammerte seine Hand den Henkel, sodass seine Klöschel weiß hervortraten. Wie gerne würde ich diesen elenden Pesthauch von Vater Tertius für seine Lügen strafen. Dieses Aas wagt es, von einem gütigen Imperator zu predigen und liefert im gleichen Atemzug seine Brüder ans Messer aus. Tränen der Verzweiflung traten auf Decimus' Wangen. Die Situation war mehr als ausweglos für ihn. Alles, was ich lernte, scheint mir wie eine große Lüge zu sein. Oh ja, Unwissenheit ist ein Segen. Fragen und Wissen führen zu Ketzerei. Zitierte er leise ein Credo der Priesterschaft. Er hatte diese Worte nie ganz verstanden. Er dachte immer, je mehr er wüsste, desto besser könnte er helfen. Aber er hatte sich geirrt. Wie ein Blitz traf ihn die Erinnerung an den Tag, der seine Welt einstürzen ließ. Mehr noch als der Tod von Vater Quintus. Plan und ziellos war er damals nach Vater Quintus' Verurteilung durch die Straßen der Mittelmakropole geirrt. Halt und kraftlos setzte er sich an eine Straßenecke. Mit zwiegespaltenem Herzen hoffte ein Teil von ihm, dass der Imperator ihm einen Fingerzeig senden möge, ihm seinen Weg zu zeigen. Ein anderer Teil von ihm hoffte, dass ein Gänger oder sonst irgendwer seinem Leid mit einer Kugel ein Ende setzen würde. Nach einer gefühlten Ewigkeit sprach ihn ein Fremder an. Was ist los, Vater? Benötigt ihr Hilfe? Decimus hob den Kopf und sah mit verweinten Augen in die Schwärze eines kapuzenverhüllten Gesichtes. Antworten konnte er nicht,
nur fragend starren. Lasst mich euch helfen und von eurem Leid erlösen. Hier, nehmt das. Es wird euch den Weg weisen, sagte die verhüllte Gestalt. Decimus nahm das Pad und blickte es einige Zeit lang ungläubig an. Gerade als er den Kopf hob, um den Fremden fragen wollte, was soll ich damit? War dieser auch schon wieder verschwunden. Verwirrt steckte Vater Decimus das Pad ein und tat den Rest des Tages, was er immer tat, um sich besser zu fühlen. Er predigte. Am Abend streifte er durch die kleinen Seitenstraßen der Mittelmakropole, ohne ein wirkliches Ziel zu haben. Er konnte und wollte nicht zurück zu eben jenen Brüdern, die es zuließen, dass sein geliebter Freund und Mentor verurteilt wurde. Gedankenverloren spielten seine Finger mit dem Pad in seiner Tasche. Decimus zog das Pad aus der Tasche und schaute es fragend an. Was da wohl drauf ist? Was würde ein Fremder einem verzweifelten Kleriker denn schenken? Dabei sind wir es doch, die den Verzweifelten Trost schenken sollen, fragte Decimus sich leise selbst. Er schaltete das Pad ein und sah eine Aufnahme eines Witrekorders. Ein imperiales Shuttle landete auf der Oberfläche einer sehr grünen Welt, wahrscheinlich eine Agrarwelt oder Feudalwelt. Das Shuttle war sehr alt. So eine Bauform hatte Decimus noch nie gesehen. Mit einem Zischen öffnete sich die Laderampe und gleißendes Licht drang aus dem Inneren des Shuttles hervor. Urplötzlich warfen sich Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen, welche vor dem Shuttle standen, auf die Knie und verneigten sich. Wer mag da wohl an Bord sein? Ein Hierophant? Oder Inquisitor vielleicht? Fragte sich Decimus leise selbst. Als die Ladeklappe sich gänzlich zu Boden gesenkt hatte, trat eine übermenschlich große Gestalt aus dem Inneren des Shuttles hervor. Decimus stockte der Atem. Er sah eine Person in einer goldenen Servorüstung mit einem goldenen Kranz über dem Kopf. Ein großer Aquila zierte die Brust und ein brennendes Schwert trug er in seiner rechten Hand. Die Anmut, die dieser Krieger ausstrahlte, war mit nichts auch nur im Entferntesten zu vergleichen, was Decimus je unter die Augen kam. Der Krieger trat hervor und betrachtete die Menschenmassen vor seinen Füßen. Für einen Herzschlag stand er dort schweigend. Dann verzerrte sich sein Gesicht in rasender Wut und ein Schrei entfuhr seinem Mund. Warum? Eine Stimme, so rein und so klar wie die eines Engels, dennoch so tief und brausend wie das Triebwerk eines Raumkreuzers. Verstörender als die Stimme selbst war jedoch ihre Auswirkung. Hunderte Menschen in den ersten Reihen fassten sich an die Köpfe. Ihre Augen und Ohren begannen urplötzlich Unmengen an Blut auszustoßen. Ihre Leiber rollten sich in Höllenqualen über den Boden. Wieder trat der Krieger einen Schritt nach vorne und ließ seine unnatürliche Stimme ertönen. Warum betet ihr mich an? Ich bin kein Gott. Ich will keine Kirche. Aus Glauben zieht die Dunkelheit ihre Kraft. Ich bin euer Herrscher. Ich bin euer Imperator. Ihr habt meine Befehle missachtet. Dafür werdet ihr nun gerichtet. Sekunden später mähte der Krieger wie ein Tornado durch die Menschenmassen. Decimus stand dort in der Gasse. Mit zitternden Händen und tränenden Augen hielt er das Pad vor sich. Zur Salzsäule erstarrt und mit bebender Stimme flüsterte er. Ich hab grad die Stimme des Imperators gehört. Er ließ das Pad fallen und brach auf der Stelle zusammen. Die Welt um ihn herum wurde dunkel. Decimus schrak aus seinen Gedanken hoch. Bis heute hatte er sich nicht von diesem Erlebnis erholt. Desorientiert blickte er sich in der Bar um. Niemand schien von ihm Notiz zu nehmen. Er war hierher geflohen, weil er die Lügen derjenigen, die vorgaben, im Namen des Imperators zu sprechen, nicht mehr ertrug. Sie alle lebten falsch. Milliarden von Planeten im Imperium. Alle liefen einem falschen Glauben hinterher.
Er trank den letzten Schluck aus seinem verbeulten Humpen und stand auf. Ich muss es tun. Ich muss die Wahrheit verkünden. Der Imperator ist kein Gott.